Hallihallo, ihr Lieben da draußen, und ein ganz herzliches Willkommen hier wieder beim Ups Manfred im LS22 Neighbors. Und ich bin wieder mit den ganzen Konzerten hier unterwegs, mit der Frau Köhn, mit dem Oskar von Müller und vom Richard Heckendorf und mit dem Stefan Ehrensperger. Moin! Guten Mittag. Übrigens, Basti, hallo. Micha, Jan, Nicole. Hallo. So. Und Sven. Genau, und jetzt ratet mal, wer der Nicole ist. So, gut. Also wer von denen? So. Oskar. Hallo! Ja, passt das zu dir ein bisschen, Oskar, muss ich sagen. Ein bisschen süßlich ist gar nicht so schlecht. So, gut. Wir haben uns heute hier versammelt. nee. Ihr merkt es. Deswegen machen wir auch ganz wenig Teamsachen, weil irgendwie wird es dann immer rotz. So, gut. Wir haben uns heute hier versammelt, um ein paar Sachen hier darzustellen. Ihr seid alle entlassen. Nee, Quatsch. Alles klar, ich gehe mal. Nee, es geht im ersten Step, wir gehen mal chronologisch vor. Im ersten Step geht es um die Drescher-Vereinigung und Drescher-Genossenschaft. Und im zweiten Step geht es um die Gärreste-Lager-Sache, wo wir dann gesagt haben, wir nennen wahrscheinlich die Genossenschaft Scheiße AG oder irgend sowas. So, Drescher-Gemeinschaft. Ich wollte eigentlich sehr gerne wissen, weil wir uns vorhin kurz getroffen haben, der Stefan und der Oskar, wie weit die Sache eigentlich ist, welche Drescher wir mit reinnehmen, was für jeden irgendwie finanziell aufeinander zukommt und wie wir uns helfen können. Und da würde ich jetzt ganz gerne eigentlich mal das Wort an den Oskar oder an den Stefan richten, weil die da ein kleines bisschen für mich federführend sind in der Sache. Zum Gärreste-Lager sag ich dann mal noch was. Oskar, sag, von geworden. Ich geb dir selbstverständlich den Vortritt, Stefan. Also. Na, mach du. ja, Jungs, kommt aus dem Arsch, ich hab noch ein bisschen was zu tun. Ja, hallo, ich muss noch mal Moment, bringen, also bitte. Hier, siehst du irgendwas in meinem Arsch? Ja, ich muss halt auch noch. Ich hab hier Schweine. Also, es wäre schön, wenn wir das ein bisschen hintereinander wegmachen könnten. Gut, also im Wesentlichen geht es jetzt darum, wer jetzt final dabei ist bei der Dreschergemeinschaft. Punkt 2 ist, der Landhandel besitzt ja einen Drescher und Richard besitzt einen Drescher. Welchen Drescher wir jetzt final nehmen oder ob wir beide nehmen. Da geht es dann halt darum, also quasi, ich würde dann ein Wertgutachten von Schneidwerk, Mähdrescher und Schneidwerkswagen erstellen und den quasi durch uns teilen und das wird dann auf uns zukommen. Genau, und final, wie wir uns helfen, ist klar, Abfahrer etc. Genau, dann würde ich gleich mal zu Punkt 1 sagen, stimmen wir mal ab, wer ist dabei? Also ich auf alle Fälle, ich heb die Hand gerade. Ich kann dazu gar nicht viel sagen, weil ich dachte, wir kriegen jetzt Daten, Zahlen und Fakten. Und ich kann erst was sagen, wenn ich die Zahlen und Fakten habe. Gut, dann machen wir das so. Verstehe ich auch. Grundsätzlich aber Interesse ja, hat sie ja schon gesagt. Ja, natürlich. Genau. Dann würde ich das jetzt so machen, passt auf, dass wir von beiden Dreschern mal ein Wertgutachten machen. Was sind denn das für Drescher? Stefan, was hast du für einen Drescher? Ich schaue schon auf dem Tablet. Ihr habt ein Ideal, glaube ich, ein Schwarz. Du weißt nicht, was du für einen Drescher hast? Ja, wir haben eher ein Ideal. Das große Schwarze. Ja. Kuli, nicht zu verwechseln mit dem kleinen Schwarzen. So, was du schon lange nicht mal gesehen hast. Gut. Richard, was fährst du für einen Drescher? Case Axial Flow 7150. Also den Case. Ein kleineren, ne? Ein kleineren. Kleineren. Ja, also ich. Ah, ja. Für mich reicht, glaube ich, der Kleine.
Ja, ist dann die Frage, wenn... Axial Flow 900... 9250. Base 7150. Ja, achso, der Kleine. Der ja, Kleine. Also der reicht eigentlich. Ja, ist für die Frage... Für mich. Ist die Frage jetzt, muss ich sagen, wenn Erntezeit ist, wie viel Durchschlagskraft hat er und was können wir damit wegbrechen? Wie viel? Ne? Die Gemeinschaft ist ja so aufgebaut dann, dass wir den Drescher nutzen und jeder an sich dann verpflichtet ist, dort mit abzufahren. Ne? Genau. Darum geht's ja eigentlich. Oder wenn jetzt immer einer krank ist, zum Beispiel Richard wäre zu krank, dass der Kohli zum Beispiel einen Drescher fährt oder ich einen Drescher fährt und so weiter und so fort. Dass wir einfach hier oben eine Gemeinschaft haben. Da würde ich sagen, dass wir wirklich mal Zahlen, Daten, Fakten haben. Lass mal einfach mal Wertgutachten von Beden machen. Und dann tät ich mich da nochmal zusammensetzen. Das geht ja dann schnell mit der Abstimmung. Ne? Genau. Genau. Gut. Das können wir ja in den nächsten Tagen mal mitmachen. Ne? Das wäre ja kein Problem. Dann würde ich euch beide... Warte, bitten einfach mal euren Drescher mir runterzufahren, beziehungsweise ja, kann ich auch bei euch oben machen. Ja, meiner wird eh noch zur Wartung geben bald. Ah, meiner muss ich runter. Also, passt. Deswegen mal nochmal Gutachten allgemein wegen der Ernte bald zu machen. Ja. Passt. Gut, perfekt. Haben wir den Tagesordnungspunkt abgeschlossen. Das ist sehr gut. Dann gehen wir weiter. Gut, passt auf, Gärrestelager. Gärrestelager ist jetzt so, ich habe den Architekten hab ich angeschrieben. Ne? Wir kriegen morgen oder übermorgen ein Bild zugeschickt, wo der auf dieser Fläche hier hinten, haben wir es immer ja schon mal begangen, ne? Brauchen wir jetzt nicht nochmal rübergehen, uns das Ding reinbastelt. Was? Ich weiß auch nicht, welche Fläche. Ach so. Ach, du warst ja gerade nicht da. Richard, hier hinten die hier, guck die. Achso, das kleine hier. Genau. Das soll im Endeffekt, das ist ja wie so ein L aufgebaut, ne? Wenn ihr mal auf eure Karte guckt, das ist ja wie so ein L. Hinten rein in der Ecke soll ungefähr so ein bisschen das Gärrestelager und vorne soll dann ein Unterstand oder zwei. Ne? So, das heißt, ihr kriegt in den nächsten ein, zwei Tagen, kriegt ihr ein Bild zugeschickt, wo dann auch die Kosten mit dran stehen, was das Ding kosten soll. Und da müssen wir dann noch mal gucken, ob wir vielleicht sogar eine Subvention von der Stadt kriegen. Das habe ich mir nämlich überlegt, weil Gärreste wäre nämlich Bio eigentlich und das wird subventioniert, die Sache. So, wir sind zwar keine Biobauern, aber vielleicht kriegen wir irgendwie da, wie gesagt, eine Förderung oder irgendwas drauf. Und vielleicht 25% oder so. Ich hatte mich da nämlich schon mal belesen. So, das würde natürlich den Preis für alle oder den Anteil für alle ziemlich stark drücken. Ja. Um jetzt noch ein bisschen zügiger durchzugehen, ein Problem haben wir. Der Oskar hat ein bisschen Angst, wenn wir als 1, 2, 3, 4, 5 Parteien, oder sagen wir mal jetzt 4 Parteien hier oben, Gärreste rausnehmen und da kommt mit den Gärreste nicht nach. Hat er nämlich ein bisschen Problem. Hab ich aber gesagt, ist eigentlich nicht das Problem, weil, also eine Düngung sollten wir alle schaffen. Wenn wir aber zwei nicht schaffen, also die zweite nicht schaffen, ist das nicht so das Problem, weil jeder sowieso noch einmal Mineraldünger, also finde ich, sollte man als Nicht-Bio-Bauer sowieso auf der hohen Kante noch haben, Mineraldünger. Also ich habe immer 30.000 Liter Mineraldünger ungefähr bei mir da. Und kann dann auch aushelfen, wenn das wäre, ne? So, wie seht denn ihr das? Also ich kann sagen, ich habe bis jetzt ein Feld und eine Wiese. Das ist also zum Beispiel bei mir gar nicht schränkt viel. Sich sowieso ein. Ja, das ist zum Beispiel überhaupt nicht viel. Bis jetzt. So, ja. Und ich bin noch am Schulden abzahlen. Ja, deswegen kommt jetzt auch nicht gleich so viel dazu. Ja. Ich darf schon eher sagen, das geht dann eher, wenn ich meine Größenfelder sage, die ich mit düngen würde. Weil da meist dann drauf gehen würde. Da wird das meiste drauf gehen. Ja. Die Frage ist, ich sagen, dass ich erstmal mit Finanzierern teleporten und alles erstmal ein, zwei Jahre gucken, wie es läuft. Und ich dann mit meinen Feldern mitmache. Das kannst du auch machen, wie du das willst. Die Frage ist jetzt, wer könnte denn alles von euch Gille oder Mist liefern? Also ich auf alle Fälle? Ja, also ich müsste nur so ein Mistding halt mal aufstellen bei mir, dass ich es halt sammeln könnte, erstmal ein Stück. Ja, also du produzierst Mist sozusagen. Ich könnte, aber machst du es halt nicht. Also,
Ja, ne, ich baue mir ja auch noch so eine Mistplatte hin. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, Stefan. Ihr macht keinen Mist, ne? Weil ihr habt ja keine Tiere. Nee. Ja gut, aber ihr da könnt... Wir könnten etwas aus den Produktionen rausnehmen. Wir aber kaufen ja immer in großen Mengen an. Aber ihr könnt doch, sag mal, Oskar, um Gärreste zu produzieren, geht doch Asilage und solches Zeug, ne? Ja. Da also, nee, das produziere ich ja auch gar nicht mal jetzt. Und wie sieht es mit Gras aus? Nimm es auch. Also geht Gras müsste ich dann mit ins Silo schmeißen und müsste ich dann quasi weiterverarbeiten zu Gärresten. Geht aber prinzipiell auch. Geht prinzipiell, also das könnte ich noch dienen. Das heißt dort der zweite oder dritte Schnitt dann, hä? Ja, die, ja also das, was ich für die Schafe nicht brauche, kann ich runtergeben. Naja, das wäre doch schon mal, das wär uns doch schon mal geholfen. Und dann würde ich sowieso sagen, wie gesagt, der Landhandel steht ja gerade mit hier, dass man dann sowieso ein bisschen was auf Halde an Mineraldingern noch mit hat. Das wäre ja sowieso sinnvoll. Braucht man ja. Also wie gesagt, ich habe sowieso immer da, ne, Mineraldinger oder halt der Flüssigdinger, je nachdem. Und da hätten wir es auch. Da würde ich sagen, wir warten mal auf das Bild von dem hier Gustav, der uns das schicken will. Ja, ich habe da mal noch eine generelle Frage. Ja. Wie sieht denn das aus, wenn das alles fertig ist und ich will jetzt Gärreste ausfahren? Da rufe ich beim Oskar an, ob ich die Fahrzeuge kriegen kann und dann geht's los. Oder stehen dann die Fahrzeuge hier? Oder wie ist denn das dann mit der Technik? Da gebe ich mal also, ab an Oskar. Ich wollte mich gerade sagen, also es ist so, dass wir, ich gehe davon aus, dass der zweite Zubringer dann schon in meinem Besitz ist, dass wir mehrere Möglichkeiten haben. Wir haben ein Güllefass mit 20 Kubik, was 220 PS braucht und quasi die ganze Technik plus zwei Zubringer. So. Die ganze Technik würde ich quasi hier hochstellen. In die unterstehende Hallen, wie auch immer. Das ist also Unterstand auf jeden Fall. Und das geht auch durch 5. Können wir machen, müssen wir nicht. Das ist euch überlassen. Das ist mir relativ. Also du stellst sie halt quasi zur Verfügung. Genau, ich würde dann irgendwie sagen, okay, dass keine, also dass man zum Beispiel sagt, okay, wenn Wartung dran ist, dass man die dann irgendwie durch euch teilt oder keine Ahnung. Oder ne, also ich würde zumindest nicht die kompletten Geräte euch in Rechnung stellen, weil ich einfach, ihr seid meine Nachbarn, warum sollte ich das machen? Also ja, gut, bei der Durchsicht und so, da kann man ja wirklich, das hält sich ja meistens ziemlich in Grenzen. Also von daher, das klingt aber fair. Ja, das sehe ich also, dass das sehr fair klingt. Genau. Und schlussendlich läuft es dann so, quasi, wenn die Frau Kohl quasi sagt, okay, sie braucht jetzt Gärreste, nimmt sie sich ihren Schlepper. Je nachdem, da sage ich jetzt das auch nochmal, je nachdem, welches Gerät du hinten dran hast, ne? Weil es gibt ja quasi einmal Schleppschuh, Güllegruber und Schlepplau. Genau. Ah ja. Also dass das mit dir kommt, Köli, das war mir schon wieder völlig wahr. Hast du das jemals von mir gehört? Hast du das jemals von mir gehört? Ja. Gut, okay, weiter. Genau. Also je nachdem, welches Gerät du hinten dran hast, ist das Problem, dass du Minimum 300 PS brauchst. Genau. Und da wäre jetzt das nächste, was ich vorher oder einbringen würde. Ich habe 305 PS. Reicht. Sag ich doch. Reicht. Genau. Ja, wollte ich damit sagen. Genau. Da habe ich mit Manne vorhin mal so ein bisschen drüber geschnackt. Ich habe 313, wer bietet mehr? 405. Kann man jetzt mal die Schwanzvergleiche lassen? Ich ziehe eben kurz ran. Ja, ich habe nur 388. Also das, was ich vorhin schon mit Manne besprochen habe,
ob man sich eventuell für die Gerestaktion gemeinschaftlich einen, ich sag's mal, Genossenschaftsschlepper holt, der dann quasi, den wir dann alle zahlen, dass man da quasi im Endeffekt einen für die Gerest, die ganze Gerestaktion zur Verfügung hat. Ich meine, man kann dann auch in Rücksprache, wenn man dann sagt, ich brauche jetzt dringend irgendeinen Schlepper, keine Ahnung, einer ist kaputt und der andere ist verkauft oder was weiß ich. Dann kann man drüber reden, klar. Aber es ist halt so ein bisschen, dass halt unsere Traktoren nicht unnötig, oder es ist nicht unnötig, aber nicht ohne Ende Stunden sammeln. Ja, oder obwohl ich aber sagen muss, Oskar, wenn ich mir das jetzt so überlege, wenn alle über 300 PS haben, der Traktor würde sich dann hier kaputt stehen. Ja. Den bräuchtest du ja bloß zweimal im Jahr, weißt du? Weißt du nicht, ob das so sinnvoll ist? Nee, finde ich auch nicht so sinnvoll. Genau. Genau. Außer man lies, also außer man würde den jetzt, sag ich mal, leasen für die Zeit. Genau. Weißt du, das müsste man mal gucken, ob das geht, ob man das zeitlich leasen kann oder so, dass man sagt, was weiß ich, dass unsere Traktoren vielleicht nicht ganz so in Mitleidenschaft gezogen werden, obwohl ich wieder sagen muss, Traktoren sind Arbeitstiere, die müssen arbeiten. Ja, also ob ich jetzt mit dem dünge oder nicht dünge, ist eigentlich wurscht. Ich muss so mit dem so oder so übers Feld fahren. Genau, aber das steht ja noch auf einem anderen Blatt. Das sind ja dann sehr detailreiche Absprachen. Das sind sehr Details und ich habe auch noch andere Details, die ich dann noch einbringen möchte. Aber das können wir dann, wenn es soweit ist, besprechen. Wenn wir mal Zahlen, Daten, Fakten haben, genau. Dann würde ich sagen, dass die Runde sehr fruchtbar war, weil wir schieben sie jetzt wirklich ganz aktiv an. Ich bringe mal ganz kurz noch was ein, und zwar, es ist mir jetzt, während wir ja geredet haben, mal so in den Kopf geschossen. Ich kann mal mit dem Bürgermeister reden, wie gesagt, ob es da Förderungen gibt oder ob man sogar diese Gärreste, dieses Gärreste-Lager, ich sag mal Gärreste-Station hier oben, ob man das vielleicht nicht sogar über die Stadt finanzieren lassen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Dass nicht gleich auf einmal so ein Riesenbatzen kommt, sondern dass man, was weiß ich, per Abschreibung über 2 Jahre das so und so macht. Achso, ja gut. Und da aber in diesen Kredit oder in diese, brauchen wir ja, ne, Finanzamt, und wir sind ja alle selbstständig, heißt, wir brauchen einen Berufskredit, also einen Geschäftskredit. Ja. Dass wir da, weil das schmälert ja wieder unsere ganzen Finanzen und damit auch die Steuern, dass wir da vielleicht dann eine Förderung mit einpflegen lassen. Gleich. So, und wenn man jetzt sagt, es kostet, was weiß ich, insgesamt 500.000, bloß meine Zahl jetzt in den Raum geworfen, ne? 500.000 minus 25% oder 30%, wie viel es da gibt, macht es schon mal wieder viel aus, ja? Ja. Also das muss man sagen. Wärt ihr damit einverstanden, dass ich das mal übernehme? Ja, sehr gerne. Okay. Natürlich. Perfekto. Na gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Haben wir jetzt 2 Stunden hier geredet, oder anderthalbe. Genau. Und würde ich sagen, da kann jeder so ein bisschen jetzt sein Zeug wieder machen. Und wie gesagt, in den nächsten 1-2 Tage werdet ihr schon Früchte sehen von diesem Gespräch hier. Alles klar. Der Richard, der drückt sich schon so ganz langsam, siehst du das? Oskar, wenn du gleich da bist, ich fahre jetzt dann den Drescher runter. Richard? Was? Kickt bei dir die Paranoia wieder ein bisschen, oder? Genau, ich sag jetzt mal, Vertragsdetails, die kann man dann ausmachen. Ja, die würde ich dann nochmal richtig gesondert machen, wenn jeder wirklich mal richtig Zeit hat. Genau. Ja, genau, ich hab's. Na dann, ich wünsch was. Ich danke euch, ich bin verrückt. Ja. Stefan? Ja? Ich bin mit dem Ladewagen da. Jupp. Ich fahr jetzt gleich zum Landhandel, dann mach ich die Trolle auf. Mit dem Ladewagen? Wie geht's denn dir zu Köli? Ja, ich weiß auch noch nicht. Ganz schön gerungst hat's. Ja, gehst du mit zum Arzt vielleicht ein bisschen? So, ich muss mich ja dann noch beim... Wie lange ist denn der Bürgermeister heute da? Weißt du das? Nein, keine Ahnung.
muss mich mal noch abmelden. Ich bin jetzt 2 Wochen nicht da. Ach so. Mhm. Du bist 2 Wochen nicht da. Ja, also wenn ihr irgendwas habt, wegen Felder oder so, müsst ihr mal zum Bürgermeister die nächsten 2 Wochen gehen. Ich hab Urlaub. Von mir wird nichts kommen, ich bin auch im Urlaub. Ja, ich bin auch im Urlaub. Ich sag's nur. Das ist ja Witz, du bist ausgestorben. Das ist ja Witz. Ja, kannst du aber laut sagen. Das ist ja Witz. Hast du fein gemacht. Ja, weiß ich. So, naja, gut, alles klar. Dann würde ich sagen, meine Lieben, wir haben es ja schon wieder für heute geschafft. Lasst mal Däumchen da, wenn euch das gefallen hat. Und ihr könnt mal in die Kommentare unten schreiben, wenn ihr vielleicht noch ein paar Ideen habt zu der kleinen Genossenschaft hier. Beziehungsweise könnt ihr auch mal hineinschreiben, wie euch das gefällt, ob wir das machen sollen mit der Drescher-Gemeinschaft und alles so. Das würde mich mal interessieren. Bis dahin, macht's mal gut, euer Obstmanne. Tschüss und ciao. Tschüss. Ciao.